Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte salir. Yo soy tu VIP, papi, yo tócate, que tú me haces feliz. Me encanta presumirte. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Sonntag und es ist extrem sonnig wieder draußen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es arschkalt ist, so wie gestern. Gestern waren wir ja auch am Zentro und ich hatte keine Jacke dabei. Und als wir in der Zentropromenade rumgelaufen sind, war es wirklich extrem, extrem kalt. Ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht und ich hole jetzt meine Mama ab. Und ich habe euch ja gestern schon gesagt, wir fahren heute zum Outlet nach Düven. Das ist ein Möbel-Outlet, Deko-Outlet, soll riesengroß sein. Ich habe von anderen Instagrammern gehört, dass es sehr, sehr schön sein soll, sehr schöne Deko dort, es dort geben soll. Und ja, das würde ich mit meiner Mama mal austesten. Ich hole sie jetzt ab und dann fahren wir los. Ich werde nicht die Kamera mitnehmen, sondern meine Kopfkamera. Ich hoffe, ich werde damit gute Aufnahmen erzielen. Und ja, da habe ich auch meine Hände frei und das ist besser. Okay, meine Süßen, bis gleich. Es sind übrigens 80 Kilometer von hier aus. Ja. Wird eine ein bisschen längere Fahrt, aber okay. Ihr Lieben, ihr müsst auf jeden Fall mal auf Bershka.com gucken. Ich verlinke es euch mal in meine Infobox. Ich bin nämlich schon wieder was am Shoppen. Die haben halt so viele Sachen so runtergesetzt. 16 Euro, 15 Euro, 10 Euro. Ist alles im Sale. Boots. Meine beigen, langen Boots, die ich für 60 Euro da bestellt habe, die kosten mittlerweile 25 Euro. Die sind hier auch irgendwo auf der Seite im Sale. Ich verlinke euch mal ein paar Sachen davon in meine Infobox, was ich zum Beispiel jetzt bestellt habe und die Hauptseite von Bershka. Da könnt ihr mal gucken. Die haben auf jeden Fall echt tolle und günstige Sachen und man muss sich das nicht antun im Laden, weil bei uns ist es immer richtig rappelvoll im Laden im Bershka. Man muss so lange an den Kabinen dann warten. Und hier kann man ganz gechillt von zu Hause bestellen und wenn es nicht passt, dann zurückschicken, ne? So, ihr Lieben, hier ist jetzt das Outlet in Düven. Es ist echt schwierig, einen Parkplatz zu finden. Auf jeden Fall sehr voll die Parkplätze. Wir haben jetzt einen gefunden. Mama ist auch dabei. Oh, hier ist es ja auch kalt drinne. Ich würde sagen, wir nehmen mal einen Einkaufswagen mit. Vielleicht seht ihr so ein bisschen im Winkel meine Brille, aber ich muss die anlassen, sonst sehe ich nichts. Hier gibt es so Softeis und Sachen, die man noch so snacken kann. Da gibt es Blumen. Ja, dann gehen wir mal hier rein gucken. Schön, ja. Sieht echt schön aus. Ach, die sind aber schön. Da, auch schön. Für Kerzen. Das ist doch hier meine Abteilung. Alles schön in Gold. Also die Kissen sind auf jeden Fall echt günstig. Die meisten sind hier auf 5 Euro runtergesetzt. Kissenhülle und Kissen, also auf jeden Fall echt günstig. Hier die ganzen Kissen, beziehungsweise die meisten Kissen sind auf 5 Euro runtergesetzt. Sieht ja echt schön aus, finde ich. Schöne Sachen. Wie stellt man denn hier rein?
findest du? Θέλω να δούμε κάτι που να ταιριάζει. Τι είναι το παιδί της αρέας. Σε τα δύσκολες είναι. Θέλω να σε πείτε την ειδισκά. Εγώ δεν κάνω σε εδώ. Θα το βάζεις και εσύ στην κουζίνα. Ναι. Πώς θα έχει. Θα το κάνεις. Πάρω για την κουζίνα. Άγρια. Θα μπείτε για εδώ. Τα μήλα αυτά να So, wir sind jetzt hier in einem Blumenladen, aber ich muss sagen, es ist alles sehr, sehr teuer. Die kriegt man im Ikea für 20, 30 Euro. Und hier kosten die 45 Euro. Die kleinere, die größeren bestimmt teurer. Ne, die kosten gleich 45 Euro auf jeden Fall. Teurer als bei uns. Πάλι δύο πρώτα. Show.
Leute, hier gibt es nochmal eine obere Etage. Und wie ihr seht, sind hier ganz viele einzelne Möbelstücke. Und die sind nochmal krass reduziert. Alles muss weg und Ausverkauf. Und es ist alles nochmal auf jeden Fall krass reduziert. Hier zum Beispiel die Sachen, die haben auch nochmal 80% Rabatt, wo die Artikelnummern mit den Nummern anfangen. Also schon heftig günstig. Also es ist echt krass, es ist wirklich von den Preisen, was hier drauf steht, nochmal 80%, also 42, 43 Euro. Und dann kostet die nur 8 Euro noch was, die Vase. €20,488, die auch. €25 so ein Regal. Echt krass. So ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause und ich hoffe, dass ihr alles gut erkennen konntet mit meiner Kopfkamera. Also es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren. Ich setze mich mal eben hier hin und erzähle euch mal ein bisschen. Das ist ein bisschen... Ich nehme mal den Krug und stelle es mal hier drauf. Ich habe gerade das Stativ nicht dran. Also, es lohnt sich auf jeden Fall mal dahin zu fahren. Es gibt wirklich alles an Deko, in allen Farben, allen Variationen, egal was ihr braucht. Ihr werdet dekomäßig da auf jeden Fall fündig. Wirklich egal, was man braucht. Aber... es sind wirklich sehr, sehr stolze Dekopreise. Also da gehe ich lieber nach Action und gebe ein Viertel von dem Preis aus, was es da kostet. Das ist wirklich sehr, sehr teuer. Das Einzige, was mega, mega cool ist, ist, wenn man hoch geht, eine Etage höher, ist so ein Outlet mit Möbel und mit Dekosachen, wo einfach die Möbel 20, 25 Euro kosten. Einfach so ein Tisch oder ein Regal. Ich glaube, habt ihr ja dann auch gesehen. Oder die Deko, die ich geholt habe. Einfach mal so eine Vase von 43 Euro, einfach mal 8 Euro für bezahlt. Ich habe ja, kann ich ja direkt mal mit anfangen. Ich habe einmal hier diese Vase geholt. Die war von... Ursprungspreis 56 auf 43. Und dann fand ich die hier auch ganz schön. Die war von... nee, die kostet genau gleich, sehe ich. Nee, genau, von 33 auf 26. Und dann noch die fette hier. Von 32 auf 21. Ermin hatte das gerade ausgerechnet, sind wir ungefähr bei 90 Euro für die drei Vasen. Und ich habe einfach für die drei Vasen unter 20 Euro ausgegeben. 18 Euro noch was. Also richtig krass. Die hatten hier 80% drauf. Ich glaube, weil die einfach nur ein paar ganz kleine Marken haben, was man überhaupt nicht sieht, sind die halt so runtergesetzt. Hier auch irgendwie so ein kleiner Fehler im Glas, aber finde ich richtig schön. Und drei Vasen 18 Euro oder Regale, einfach für 20 Euro Regale, Teppiche für 20 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall, da mal hochzugehen und ja, sich das mal anzuschauen. Und ich habe sehr viele, was ist sehr viele, also ein paar Kräuterchen und Pflanzen geholt. Es gibt ja auch ein ganz großes Pflanzen- und Blumenparadies dort. Aber fand ich auch überteuert. Also ich habe damit gerechnet, dass die günstiger sind. Ich habe zum Beispiel, ich zeige euch das mal, ein Kumquat-Bäumchen. Die gab es letztens auch im Aldi zusammen mit Zitronenbäumchen, Mandarinenbäumchen und Olivenbäumchen. Da hatte ich doch drei Olivenbäumchen geholt für 20 Euro jeweils. Und dann gab es die Kumquat-Bäumchen auch. Die haben 20 Euro gekostet. Und dort haben die 29,99 gekostet. Fand ich jetzt nicht schlimm, weil hier auch schon so viele Früchte drauf sind. Fand ich das ganz cool und habe jetzt einfach mal so ein Kumquat-Bäumchen mitgenommen.
Dann habe ich ein paar Kräuter mitgenommen. Einmal haben wir hier Oregano für 6,99 €. Gab auch günstigere, aber die waren direkt schon so schön groß und flauschig. Und dann habe ich noch ein, sag schon, das ist doch auch Oregano, oder wie nennt sich das? Nee, Thymian. Ein Thymian. Oh, das riecht alles so toll. Und noch ein Lorbeerbäumchen oder Lorbeerblätter mitgenommen. 4,99 €, das kostet auch 6,99 €. Die wollte ich im Blumenkasten einpflanzen, aber die werde ich dann noch drinnen lassen, bis das Wetter etwas besser wird, damit die nicht kaputt gehen. Erwin hat übrigens, der war ja auch heute in Holland angeln, habe ich euch ja erzählt. Dann hat er von Jumbo ein Tigerbrot mitgebracht und Ibuprofen. Dann habe ich noch zwei Plastikpflanzen mitgenommen. Ich weiß gar nicht, welche Sorte das ist, wie die heißen. Steht das hier drauf? Steht nicht drauf. Ach ja, der Laden heißt Intratuin. Intratuin. Da drinnen. Die haben jeweils 30 € gekostet und die werde ich jetzt im Flur hinstellen, weil die anderen Pflanzen im Flur eingegangen sind, weil es da einfach zu dunkel ist. Auch tagsüber ist es nicht hell genug. Die Pflanzen brauchen ja auf jeden Fall Tageslicht. Deswegen habe ich jetzt mal für den Flur Plastikpflanzen genommen. Und dann weiß ich wenigstens, sie gehen nicht kaputt. So, dann mache ich mal hier weiter. Diese Tabletts fand ich richtig, richtig stylisch. Die haben jeweils 12,50 € gekostet. Die wollte ich hier für die Küche. Ich habe mir gedacht, wenn ich diese Bretter da wegmache und hier diese stylischen Tabletts hinstelle, ich hoffe, die bleiben dann auch stehen, wird das eigentlich ganz cool aussehen. Zeige ich euch dann, wenn ich es fertig habe. Das sind irgendwie so adelige Leute. Weiß ich nicht, ob die adelig sind. Auf jeden Fall sieht das echt cool aus, sieht aber auch so aus. Dann haben wir hier diese niederländische bekannte Gemälde. Kennt ihr das? Weil Erwin kannte das Gemälde nicht. Also ich kenn's. Wer kennt's noch? Genau, das fand ich auch ganz cool. Also drei Tabletts. Und dann habe ich noch für die Vögelchen so ein Eimer voller Vogelfutter geholt. Drei verschiedenen Sorten. 10 €. Und dann habe ich für die Vögel hier noch so ein, ich nenne es jetzt mal Futternapf. Eigentlich ist das so ein Wassernapf für einen Zehner. Aber ich werde da das Futter reinmachen, neben dem Nesthäuschen, was wir haben. Und genau, dann können die sich da bedienen. Ich glaube, das war's. Nee, hier habe ich noch für einen Zehner habe ich noch ein 24er Pack Energy Drinks mitgenommen. Fand ich echt günstig. Also 24 Cent pro Stück. Echt günstig. Und ich habe auch zwei getrunken. Eigentlich darf ich die wegen meinem Herzen auch gar nicht trinken. Aber die schmecken echt gut, muss ich sagen. Ja, habe ich eigentlich auch noch für Erwin mitgenommen. Und ja, das war so mein Outlet Düven Einkauf und Haul. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr mich neu gefunden habt, dann abonniert doch gerne auch meinen Kanal. Lasst mir ein Däumchen nach oben. Und ihr könnt mir ja mal beantworten, ob ihr da wart. Von uns aus hier aus Oberhausen sind es übrigens 86 Kilometer. Ja, ist okay, ist machbar. Jetzt ist die Frage, ob sich das lohnt, da nochmal hinzufahren. Also ich brauche es jetzt nicht unbedingt nochmal, dass ich sage, ich muss dahin. Ist gerade was abgegangen von den Kummenquatz. Muss ich nicht unbedingt, also von den Preisen her ist das jetzt nicht so. Es sei denn, ihr richtet euch neu ein und ihr wollt da bei diesem Laden oben, wo ich gesagt habe, da sind so coole Rabatte, da könnte man auf jeden Fall mal schauen und auf jeden Fall sehr gut sparen.